Die südlichste Provinz Portugals, die Algarve, war unser Wanderziel. Sie erstreckt sich vom Guadiana, dem Grenzfluss zu Spanien im Osten, circa 200 Kilometer an der Atlantikküste, am Capo San Vicente vorbei, westwärts. Von Lissabon ging's per Bus nach Cabanas, wo wir für 3 Tage Quartier in Appartementhäuschen in einer Parkanlage hatten. Starteten am 2. Tag mit einer Bootsfahrt durch die Lagune Ria Formosa, einem Naturschutzgebiet, das von vorgelagerten Sanddünen von offenem Meer getrennt ist. Steuerten den Ort Santa Lucia an. Muschelzucht, Salzgewinnung und Fremdenverkehrsbetriebe herrschen hier vor. Machten einen Rundgang durch den Ort, wo gerade ein Volkslauf stattfand. Nach einer Einkehr wanderten wir weiter entlang der Lagune bis zu einer Brücke, um auf die Dünen zu gelangen. Die vielen rostigen Anker sollen an die Zeit erinnern, wo man hier noch vom Thunfischfang lebte. Barfuß ging es dann dem Strand entlang, lauschten der Brandung und sammelten von den reichlich angeschwemmten Muscheln. Thank you.
Picknickpause am Strand. Danach weiter bis zum Fährhafen, von wo wir nach Tavira übersetzten. In der renovierten Markthalle machten wir Pause, um dann durch die Stadt und hinauf zur Festung mit schönem Burggarten zu steigen. Bis zur Rückfahrt nutzten wir die Zeit, um durch die Gassen oder am Fluss Gilao entlang zu spazieren, bevor wir uns wieder bei der römischen Brücke trafen. Der Bahnhof liegt etwas außerhalb. Am Weg dorthin schauten wir noch in die Klosterkirche rein. Mit dem Zug ging es zurück nach Cabanas. Der Bus brachte uns zu den Salzgewinnungsbecken im Naturschutzgebiet Sapal. Von den vielen Vogelarten, die hier angeblich überwintern, sahen wir, außer Flamingos in weiter Ferne, wenig. Mar, de via ao sol, de noite ao ar. De noite ao ar, de noite ao ar. Oh, meu amorinho, lá em que lhe vai. Ai, oh, vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai. Es ist heute ziemlich heiß geworden. Nach einer Pause am Hauptplatz von Castro Marim stapften wir rauf zur mächtigen Wehranlage. Wir sind an der Grenze zu Spanien und die Portugiesen waren ihrem Gegenüber nicht immer friedlich gesinnt, beruhte aber vermutlich auf Gegenseitigkeit. Mehr Salz wurde als Souvenir erstanden, bevor wir nordwärts nach Al-Qudim fuhren.
In einem Lokal über dem Grenzfluss Guadiana war für die Mittagseinkehr reserviert worden. Rija e morena, eu nasci na beira, sou mulher pequena, sou como granito, pai rija e morena. Nachmittags wanderten wir dem Fluss entlang, kamen durch Olivenhaine, Eukalyptuswäldern sowie an Mandel- und Erdbeersträuchern vorbei zum Treffpunkt, von wo uns der Bus wieder abholte. Abends plauderten wir bei einem Gläschen auf der Loggia. Toni gab jedoch seinem Kopfpolster die Ehre. Und wir hatten noch Katzenbesuch. Über Faro ging's westwärts. Stopp bei der Kirche des Heiligen Lorenz in Almasil, die innen komplett mit blauen Ajuleos ausgelegt ist. Die Steilküste Praia da Falesia mit dem 6 Kilometer langen Sandstrand entlang der bizarren Felsformationen muss man bewandert haben. Machten Picknick und die Mutigen trauten sich. Wir hatten im November ja fast sommerliche Temperaturen, auch in den Atlantik zu stürzen. Nach Aufstieg auf die Klippen spazierten wir oberhalb der Küste zurück zum Bus, der uns nach Silves
ins Landesinnere brachte. A lua vai dar-te uma estrela para que tu com ela vivas com amor. La, la, la. Die älteste Stadt der Algarve mit Funden aus der Zeit 5000 bis 2000 vor Christus hat eine sehr wechselhafte Geschichte aufzuweisen. Begannen die Stadtbesichtigung bei der angeblich römischen Brücke über den Fluss Arade, stiegen rauf zur Kathedrale See. Der Bau aus dem 13. Jahrhundert steht auf Fundamenten einer maurischen Moschee, überdauerte relativ unbeschadet einige Erdbeben und weist mehrere Baustile auf. Weiter ging's zum Castel de Silves, wo übergroß Don Sancho der Erste vorm Burgtor steht. 500 Jahre herrschten hier die Araber, bevor sie 1242 von Kreuzrittern besetzt und vertrieben wurden. Die 400 Meter lange Mauer ist begehbar und bietet Ausblick auf das Umland. Und so sahen wir bereits auch die Mühle, die wir später zum Sonnenuntergang aufsuchten. Aveiro, lembro de noivado, homem casado, já sabe o que faz. E tu, embora atrevido, será bom marido, pois é por rapaz. Lá, lá. Unser zweites Quartier, das Bergdorf Petralva, liegt auf nur 30 Meter Seehöhe. Ein Ort, der von den einstigen Einwohnern aufgegeben war, wurde vorbildlich mit einem Feriendomizil vom Feinsten wiederbelebt. Beim Leuchtturm Ponta de Piedade tat sich für uns eine der schönsten Sehenswürdigkeiten der Algarve auf. Der rot-gelbe Fels wurde über Jahrtausende vom Meerwasser ausgewaschen und bietet unendliche Fotomotive. Zwischendurch kleine Sandstrände. Zu einem davon stiegen wir ab. Sensationell auch der Weiterweg entlang der Küste, bis uns wieder der Bus erwartet, um uns in die nahe Stadt Lagos zu bringen. Raparigas, raparigas, maganas dos meus desejos, dai-me beijos por cantar.
eu dou cantigas por baixos. Bummelten durch die Stadt, schauten zum Fischmarkt, in die Kirche, grüßten im Vorbeigehen Heinrich den Seefahrer und suchten uns zwischendurch einen Platz für die Mittagsrast. Sind von Ort Monchique gestartet, um den 774 Meter hohen Picotta zu besteigen. Korkeichenwälder umgaben uns. Nur alle 9 Jahre kann die Rinde geschält werden. Daher die Zahlenbeschriftung an den Bäumen. Portugal ist mit 55% Weltführer in der Korkproduktion. Cantigas por baixos, dói-me baixos por cantigas, que eu dou cantigas por baixos. Erleben einen der zahlreichen Sonnenuntergänge unserer Wanderwoche, bevor es auf einen schwarzen Schweinsbraten in Monchique ging.